Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ein neuer Monat, eine neue Linibox. Ich zeige es euch jetzt schon mal. Wir haben auch erst Anfang Oktober. Trotzdem bereite ich jetzt schon mal das Video für die neue Linibox für euch vor. Dieses Mal wieder mit Shellacken und wir werden auch ein paar andere Neuheiten haben. Unter anderem haben wir viele neue Acrylgele bekommen, in Tuben, aber auch in Tiegeln. Und ich bin so froh, dass wir die jetzt auch nochmal haben. Also auch nochmal ganz viele verschiedene tolle Farben. Also ihr seht es, dass da auch was mit Schimmer mit dabei ist. Freut mich richtig. Und auf meinen Nägeln habe ich jetzt, wie kann es anders sein, das Glam White. Das ist halt so ein weißes Acrylgel. Ich stehe da ja komplett drauf und da ist so ein ganz toller Glimmer, Schimmer drin. Finde ich einfach total genial. Und ihr seht hier andere, weitere Farben. Und es haben sich immer mal Leute gewünscht, dass wir die Acrylgele dann auch immer mehr noch im Tiegel haben. Und wir haben uns dann entschieden, beides zu machen. Und die sind dann jetzt auch im Shop. Ja, und die Linibox läuft diesen Monat unter dem Motto Berrylicious und dieses Mal mit Shellacken. Ist auch eine etwas kleinere Box dieses Mal. Ihr habt dieses Mal eben wieder schöne, beerige Shellacke mit drin. Die tragen wir gleich einmal zusammen auf. Da ist auch ein Cat Eye mit dabei, eins meiner Lieblingsfarben. Und ihr habt ein wenig Nail Art dabei und zwar eins meiner liebsten Chrompigmente. Das habe ich einmal in einem Video benutzt vor Jahren und daraufhin haben ganz viele dieses Design nachgearbeitet. Sieht wirklich richtig toll aus und dann hier so ein schönes Glitzer, das richtig toll funkelt, mit Hexagonen, mit Pailletten und feinem Glitzer drin und das Ganze natürlich farblich aufeinander abgestimmt. Also ihr seht, das ist diesmal wirklich eine kleine süße Box. Ihr könnt natürlich wieder sparen, sie ist limitiert und ja, bärige Töne im Winter, ich finde, das geht halt richtig gut. Wir tragen sie jetzt einmal zusammen. Los geht's, würde ich sagen. Berrylicious Nummer 1. Ich glaube, die Farbe gefällt mir fast am besten. Das ist so ein bäriger Pinkton. Ihr kennt unsere Shellacke bereits. Also es ist eine richtige Knallerfarbe, also richtig, richtig cool. Shellacke trage ich in der Regel meistens in zwei Schichten auf. Aber ja, je nachdem, was ihr auch für einen Untergrund habt. Also den würde ich auch auf jeden Fall in zwei Schichten auftragen. Shellacke darf man auch nicht zu dick auftragen, sonst härten die nicht richtig durch. Ihr könnt die auf Naturnagel auftragen mit einer Base drunter, aber eben auch auf euren Modellagen. Ich benutze Shellacke praktisch für alles. Und so sieht das aus. Also ein schöner, ja, bäriger Pinkton, würde ich sagen. Der wird ausgehärtet. In der zweiten Schicht wird er natürlich etwas deckender. Weiter geht's mit Berrylicious Nummer 2. Das ist jetzt auch so ein richtig toller, bäriger Ton. Der hat aber einen Schimmer. Und ja, der ist auch richtig, richtig schön. Auch ziemlich gut deckend, wie ich finde. Und der hat so einen ganz tollen, pinken Schimmer drin. Finde ich sehr, sehr schön. Zum Schluss stelle ich das, die Lampe noch mal ein bisschen um. In der Hoffnung, dass ihr es noch mal ein bisschen besser sehen könnt. Aber die ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. So, die 3 ist dann so ein richtig dunkler Ton. So ein dunkles Lila. Und die 4 ist dann ein Cat-Eye-Gel. Eins meiner Liebsten, wie gesagt. So, dieser Ton wird wahrscheinlich auch vielen sehr, sehr gut gefallen. Richtig toller Ton. Ich finde gerade wirklich so in den Wintermonaten sind diese bärigen Töne sehr, sehr schön. Sieht total elegant aus. So einmal. So, die 4. Farbe ist Neptun. Das ist ein Cat-Eye-Gel. Das sind unsere Universe-Cat-Eye-Gele. Bei denen ganz, ganz wichtig, die müsst ihr auf schwarz auftragen, weil die sonst gar nicht zur Geltung kommen. Also wenn man das vergisst, wird man direkt sehen, was ich meine. Das ist halt so ein, ja, wie so ein Chamäleon-Ton. Ihr seht lila, aber eben auch so changierend in anderen Farben. Und die müsst ihr, wie gesagt, auf schwarz auftragen. Entweder könnt ihr die solo auftragen und habt dann einfach nur diesen ja, Flip-Flop-Effekt sozusagen. Aber ich persönlich liebe es ja, die ja, als Cat-Eye wirklich zu nutzen. So, dann nehme ich mir einmal einen Magneten und es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt ihn zum Beispiel einfach drüber halten, dann habt ihr diesen typischen Streifen drauf. Aber gerade bei denen mache ich das ganz gerne anders. Bei diesen krass schimmernden. Ich liebe es da einfach mit dem Magneten so von den Seiten dran zu gehen. Und dann fängt das, seht ihr das, dann fängt das richtig an zu leuchten. So, einfach so ein bisschen von allen Seiten, dann leuchtet das einfach richtig, richtig schön.
Da könnt ihr einfach so ein bisschen gucken, wann euch das Ganze gefällt. Schaut mal hier. Dann habt ihr so den Rand so ein bisschen dunkel. Ja, und ja, schaut euch das mal an. Also wenn man so hält, dann ist es fast schwarz. Und dann dreht man den Tipp und dann wird es richtig toll lila und das liebe ich da dran. Und das hatte ich damals bei diesen Nägeln gemacht auf YouTube und das Design wurde so oft nachgemacht. Das hatte ich dann auf ein, zwei Nägeln, das sah mega cool aus und ist einfach so ein kleines Highlight. Also bitte nicht einfach so draufhalten den Magneten, sondern wirklich mal so von allen Seiten. Das sieht extrem, extrem schön aus. Wir tragen jetzt auf jeden Fall nochmal die Pigmente auf, damit ihr die auch nochmal sehen könnt, wie die aussehen. So, das Pigment, das Feine, das trage ich am liebsten hier mit dem Applikator auf oder auch mit dem Finger geht das, in einen Versiegler ohne Schwitzschicht. Den lasst ihr aushärten und ich hätte ihn wahrscheinlich ein bisschen länger aushärten lassen müssen, weil jetzt ja, hat das noch so einen Matt-Effekt. Den gleichen Effekt habt ihr, wenn ihr das zum Beispiel in einen Farbgel mit Schwitzschicht einreibt, dann sieht das auch so aus. Ist auch auf jeden Fall cool. Aber ich mache das Ganze jetzt nochmal. Ich trage den Versiegler nochmal auf und lasse ihn länger aushärten. Und dann machen wir das nochmal auf so einen Hochglanzversiegler. So, und hier habe ich das Glitzer einfach mal so ein bisschen in feuchtes Gel gelegt. Und das ist sowieso ein richtig so ein Disco-Glitzer. Ihr könnt damit Verläufe arbeiten. Ihr könnt es als Fullcover auftragen, ins French tupfen, was auch immer. Euch fällt schon was ein. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass das so richtig Disco-mäßig funkelt. So, das Ganze jetzt also nochmal. Ja, und hier bekommt ihr dann, man sieht jetzt schon den Unterschied, dann bekommt ihr das Ganze richtig hochglänzend, diesen Chromeffekt. Also darauf achten, dass ihr den Versiegler nicht zu kurz aushärten lasst. Und dann kriegt ihr diesen tollen Chromeffekt. Ich finde mit Finger immer noch ein bisschen besser. Es gibt ja verschiedene Tools, mit denen man das machen kann. So, dann versiegelt ihr das Ganze noch und habt so einen wunderschönen Chromeffekt. So, zu guter Letzt seht ihr hier nochmal die ganzen Farben. Ich denke, die kommen jetzt ganz cool raus. Und ich würde sagen, bärig passt hier zu allen. Also hier eher so pinker Vollton mit Schimmer, dann der lila Ton, das Cat Eye, das Pigment. Und ich muss sagen, dieses Glitzer, wenn man das unterm Aufbau einbaut, finde ich das extrem cool. Das gefällt mir richtig. Ich habe es jetzt einfach nur versiegelt. Im Normalfall würde ich wirklich einen Aufbau drüber arbeiten oder man muss einen Versiegler nehmen, das nochmal so ein bisschen, der ein bisschen dicker ist. Also ein bisschen spürt man so die Hubbel. Aber man könnte selbst hier das jetzt leicht anbuffern und nochmal versiegeln, dann wird es gehen. Also finde ich auf jeden Fall mega cool. Ich hoffe, die Box gefällt euch. Ich werde es euch unten verlinken und bin jetzt schon gespannt auf eure Ergebnisse und wünsche euch viel Spaß damit. Ciao!